Tja, da ist man offensichtlich doch noch zuversichtlich. Wir bleiben beim Thema, schauen auch auf die weiteren Themen des Tages und ich begrüße jetzt Andreas Lipko, Marktstratege bei Kliegel und Haffner. Herr Lipko, erst die Ablehnung durch das zypriotische Parlament und nun der geplante Einstieg der russischen Investoren. Heute der DAX trotzdem in der Gewinnzone. Wie lässt sich das erklären? Ja, hallo Frau Dastorf, das liegt daran, dass man zum Wochenbeginn gedacht hat, dass es eine Neuqualität in der Eurokrise und in der Finanzkrise gibt, dass man jetzt hier so auch an die Spareinlagen der Sparer bei den Finanzinstituten direkt geht. Diese Meldung ist ja dann praktisch gestern vom zypriotischen Parlament dementiert bzw. abgelehnt worden und daher die Erleichterung heute auch in den Aktienmärkten. Im Währungsmarkt sieht man noch, dass hier so ein bisschen die ein oder andere Schrecksekunde vorhanden ist. Der Euro kann sich nicht so richtig erholen und verharrt weiter auf dem Niveau zwischen 1,28 und 1,29. Also von daher ist zumindest erstmal bei den Equities, bei den Aktien Beruhigung zurückgekehrt, aber man ist trotzdem weiterhin in der Habachtstellung. Herr Lipko, schauen wir uns mal den Einzelwert an. Bei Bayer haben sich heute die Analysten zu Wort gemeldet, die Aktie auch heraufgestuft, die Aktie dann auf ein neues Allzeithoch geklettert. Wie schätzen Sie die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten für Bayer ein? Ja, genau, es waren die Analysten der Deutschen Bank, die heute nochmal den Daumen hochgenommen haben für die Bayer-Aktie, Kursziel 86. Ich denke, dass die Aktie natürlich überproportional in den letzten Tagen davon profitieren konnte, weil sie eben doch ein stark defensiver Wert ist. Hier haben die Investoren natürlich dann versucht, weiterhin an der Performance von den Aktienmärkten zu profitieren. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite dann eben mehr den defensiven Charakter gesucht haben, indem man eben in Pharmawerten investiert. Derzeit finde ich die Aktie nicht mehr unbedingt sehr günstig. Sie ist ja sicherlich aussichtsreich, aber wenn man sich den Kursverlauf der letzten Tage ansieht und hier weiterhin noch das Problem rund um die Babypillen und den Klagen in den USA zum Beispiel, denke ich, dass hier die ein oder andere Gewinnmitnahme, wenn man sie denn hat, möglich ist derzeit und man dann bei tieferen Kursen wieder einsteigen kann zum Jahresende, denke ich auch, dass wir hier auf jeden Fall dann höhere Kurse sehen könnten. Also bei Bayer erstmal abwarten. Dann schauen wir mal auf die zweite Reihe, auf den MDAX. Vielleicht gibt es da Unternehmen, die Ihnen besser gefallen. Da gab es ja Meldungen von Rheinmetall, von Leoni und von Rational und die gehörten dann heute zu den größten Verlierern im MDAX. Welches Unternehmen ist für Sie im Moment am interessantesten? Bei welcher Aktie könnte man möglicherweise einsteigen? Ja, da haben sich ja genau drei lahme Enten ausgesucht. Drei Aktien heute, die ja wirklich extrem abgeschossen worden sind. Wir haben hier die Rational mit -10%, Leonie mit -5% und Rheinmetall mit -6%. Also von den drei gestimmt würde ich dann, wenn, eher in die Leonie und in die Rheinmetall genauer hineinschauen, wobei ich dann die Rheinmetall noch eher den Vorzug geben würde. Hier aufgrund dessen, weil eben beide Unternehmen, die Leonie und Rheinmetall, in der Automobilzuliefererbranche tätig sind, die Rheinmetall aber doch hier noch den zusätzlichen Standfuß bzw. die Säule in Form der Wert Technik hat. Rheinmetall ist ja dann heute auch ein bisschen unter die Räder gekommen, weil hier eben das IPO der Automotive-Sparte eben abgesagt worden ist. Man will also diesen Bereich weiter im Konzern behalten und möchte so gesehen in den nächsten Jahren beide Sparten weiterentwickeln. Ich sehe das allerdings eher positiv und kann mir vorstellen, dass die Kursschwäche, die wir momentan in der Aktien der Rheinmetall sehen, als Kaufchance zu interpretieren ist. Aber vielleicht nicht gleich heute, auch nicht morgen, sondern erstmal abwarten, bis wir hier so eine kleine Konsolidierung auf dem niedrigen Niveau dann sehen. Zum Jahresende kann ich mir bei der Aktie auf jeden Fall höhere Kurse vorstellen. Herr Lipko, wir schauen noch mal ganz kurz Richtung USA. Wir warten ja auf die Fed-Zinsentscheidung. Glauben Sie an eine Überraschung oder bleibt doch alles beim Alten? Na gut, zumindest werden wir hier weiterhin die Politik des billigen Geldes sehen bis zum Jahresende. Es wird sicherlich spannend werden, was eben Herr Bernanke heute zu der weiteren Geldpolitik sagen wird. An der Zinsschraube wird hier sicherlich nicht gedreht. Eher Äußerungen zu den Quantitative Easy Programmen, was ja noch bis zum Jahresende, bis zum vierten Quartal 2013 laufen wird. Die Fed kauft ja derzeit monatlich für 85 Milliarden US-Dollar MBS, also sogenannte Mortgage Security Papiere ein. Und genau hierzu werden Statements erwartet. Man will auch hören, was so gesehen dieses Programm denn in den letzten Monaten gebracht hatten, ob die Fed wirklich mit den Auswirkungen zufrieden ist. Der Arbeitsmarkt ist ja doch noch relativ stark angeschlagen in den USA und die Auswirkungen, die man sich eben durch diese Politik des billigen Geldes versprochen hat, blieben ja doch eher zurück, also unter den Erwartungen vielleicht. Von daher muss man eben hier wirklich genau zuhören, was Herr Bernanke heute dazu sagen wird. Das machen wir, Andreas Lipko. Dankeschön für die Einschätzung. Ich bedanke mich auch und schönen Abend noch. Ihnen auch.